Okay. Hallo bei vermutlich der ersten Folge der zweiten Staffel von Stadtfilmabend hier auf einem weiteren Rimworld-Planeten. So, und wir können jetzt erstmal gucken, wo wir überhaupt anfangen wollen. Ich hoffe, das funktioniert alles. Das letzte Mod, auf das ich gewartet hatte, ist aktualisiert. Also sollte das eigentlich wieder klappen. Aber nichts Genaues weiß man nicht. Schauen wir mal aus. Probieren wir mal aus, wie das funktioniert hier. Also, Pinguingebirge der Schätze ist natürlich schon mal ein sehr guter Name. Nadelwald der Illusion, aber da sind irgendwelche Feinde wieder. Ich habe keine Ahnung, was das hier für ein Symbol ist. Areinburg, Fraktion Hinfarwitten. Klingt irgendwie, sind es Wikinger? Fraktion der Gestrüpp-Clan. Fraktion die Plünderer. Okay. Gabela-Sumpf. Also das letzte Mal hatten wir hier gemäßigten Wald und es wäre ziemlich langweilig, wenn wir da wieder jetzt anfangen. Insofern Insel der Wiedergeburt ist natürlich ein cooler Name zum tropischer Regenwald, Insel der Wiedergeburt. Schauen wir mal. Ganzjährige Bepflanzung wäre natürlich cool. Nahrungssuchfähigkeit 100% Beeren. Also das sieht nicht so aus, als ob wir da groß verhungern würden. Und wir wären auf einer Insel. Das ist eine super Insel der Wiedergeburt. Das passt auch thematisch zum Neuanfang mit dem neuen Spielupdate hier. Ist die Frage, wenn wir jetzt woanders hin wollen, wie machen wir das dann? Also große Karawane hier von der Insel. Weiß ich nicht, ob das funktioniert. Vielleicht muss man Boote bauen. Vielleicht geht das auch gar nicht. Aber ist ja eine Insel und man kann hier anfangen. Südliche Küste, ganzjährig 100% Beeren und Schiefer, Granit und Sandstein. Sandstein, Granit und Schiefer. Schiefer ist das Schwarze, ne? Höhe 1 Meter. Nehmen wir einfach mal diesen Ort und dann schauen wir mal. Und machen das mal ein bisschen größer, weil wir einen beefigen Computer haben. So. Tropischer Regenwald, okay. Also, das sind natürlich alles Leute. Ach Gott. Der Button hier ist immer noch verkehrt. Ja. Ah je. Die Button sind alle verkehrt hier. Aber man kann zumindest wieder den Hautfarbton von den Leuten anpassen. Das ging vor dem Update nicht. Aber warum hier? Warum hier so viele komische Sonderzeichen falsch aussehen, weiß ich nicht. Wollen wir mal probieren, ob das trotzdem funktioniert? Ich glaube, wir probieren, ob das trotzdem funktioniert. Wir nehmen hier den neuesten, das war vom 10.8. hatte ich unsere Truppe schon mal zusammengestellt. Das sind die, die auf der Welt rumlaufen, hier Merlin, Cross, Harmon, Sissy, Conny und Buffy. Conny heißt jetzt, Constantia heißt jetzt Conny, weil Constantia irgendwie nicht ins Namensfeld reinpasst, wenn man es selber eingibt. Warum auch immer. Und in der Kolonie sind Nunu, Markus, Heiko, Kerstin, Carsten, Nussi, Bench und natürlich Jefim, weil ich ja nicht Nunu ihren Bruder klauen will hier.
So, trotzdem mussten wir jetzt leider hier so ein bisschen adaptieren. Und zwar hatte Markus ja schon irgendwie diese Oberarmklinge. Stattdessen kriegt er jetzt so eine Powerklaue, weil diese Oberarmklinge ist eine Sache, die man durch Affiliationen zu irgendwelchen royalen Fraktionen bekommt. Und da wir alles auf Neuanfang gestellt haben, ist das alles weg. Leider auch die Psi-Fähigkeiten. Dafür habe ich hier schon ein bisschen für Kompetenz gesorgt bei den Fähigkeiten, und zwar so mehr oder weniger bei allen. Weil wir hatten schon jede Menge Technologien erforscht und das sollte uns so ein bisschen so einen Schnellstart geben hier. Okay, Bench, ja. Okay. Goodie. Warte mal, hatte ich hier Head-Type her? Mann. Kann man hier noch anpassen, wie die Haare aussehen sollen von den Leuten? Soll Carsten eine gepuderte Perücke tragen? Oder Rockstar-Haare haben? Okay. Schmalzlocke. Skorpionschwanz. Okay. Spiky, Steven, Topfschnitt, ungepflegt. Warum gibt es keine Bärte hier? Ich nehme mal Ulrich. Obwohl Ulrich ist ein bisschen. Naja, vielleicht kommt es ja hin, die Haare, die du hast. Okay, der Rest ist soweit okay. Dann gucken wir mal Equipment. Den Leguan, den nehmen wir raus hier. Weil da haben wir wieder dann ein Tier, um das wir uns kümmern müssen, dass es genug zu essen kriegt. Die kommen schon mit der Zeit von der Leine. Okay, dann schauen wir mal hier. Was haben wir hier? Fertigkeitstrainer, die brauchen wir erstmal alle nicht. Bauteile und Stahl könnten wir vielleicht ein bisschen mehr gebrauchen. Gänseeier. Heilermilchserum. Nee, das wäre, glaube ich, ein bisschen Schummel, wenn wir damit anfangen würden. Psi-Link Neuroformer. Was war das mal noch? War das das Ding? Das Psi-Link im Verstand des Benutzers herstellt oder hochstuft der Benutzer. Direkt auf die Augen und danach löst sich das Gerät in Asche auf. Also wenn wir das nehmen, dann könnten wir Psi-Fähigkeiten bei den Leuten, die sie hatten, und das waren fast alle von der Kerngruppe, könnten wir die wieder einfügen, aber das wäre dann so auf Mal und da wäre ich ein bisschen gägen. Reanimiere-Mech-Serum. Tech-Prinz. Ich bin dafür, wir erforschen wieder alles von Anfang an oder halbwegs von Anfang an. Ich nehme jetzt eine Tech-Stufe, die ein bisschen höher ist als die, bei der wir das letzte Mal angefangen haben. Aber das ist alles Zeug, was euch wahrscheinlich nichts sagt. Und darum fange ich jetzt einfach mal an. Are you sure that you are finished with your customizations? Confirm that you are ready to start. Oh, warte, Relationships. Okay, gut. Ich weiß nicht, ob ihr schon verheiratet wart. Gibt es andere Relationships? Sibling. Jefim. So. Das sind doch Sibling, oder? Nee. Wie funktioniert hier was? Add a parent. Okay. Aha. Temporary.
So, seid ihr jetzt? Jetzt seid ihr Geschwister, genau. Und da machen wir temporary weiblich und temporary männlich. Das sind dann eure Eltern. So, ich hoffe, das stimmt jetzt. Okay. Ansonsten, glaube ich, hatten wir keine anderen merkwürdigen Relationships beim Ende des letzten, oder? Ich glaube nicht. Okay. Das sind die Mods, die wir hier haben. Da sind so ein paar Sachen, die machen Sachen einfacher. Und ein paar Sachen, die machen Sachen interessanter. Und hoffentlich funktioniert das alles, ohne dass das Spiel abstürzt. Das wäre sehr schön. Ja. Jetzt rechnet er erstmal. Vielleicht sollte ich gleich mal Pause drücken. Ah, nee, geht. Die Neurosimulationen, Holospiele und kostenlosen Orgien waren zwar recht unterhaltsam, aber du wolltest mehr, den Ernst und die Gefahren des wirklichen Lebens, wie es in den Geschichtsbüchern geschrieben steht. Du wolltest dich echten Herausforderungen stellen. Jetzt, nach einem Jahrhundert im Kryptoschlaf, landest du auf dieser unbekannten Randwelt. Echte Herausforderungen erwarten dich. Okay, das ist dann ein neuer Anfang hier. So, machen wir erstmal auf Pause und gucken uns die Karte an. Also wir haben hier nicht wirklich viel Berg, in dem wir uns reingraben können. Ganz ähnlich wie beim letzten Spiel. Hier könnte man vielleicht so eine Basis anlegen oder so. Oder vielleicht gleich hier, wo hier die Ruinen schon sind von anderen, die vor uns gekommen sind. Aber als erstes werden wir die ganzen Gegenstände hier erlauben, dass sie benutzt werden dürfen. Und dann gucken wir mal, wo hier fruchtbares Land ist. So scheißig viel gibt es hier nicht. Jede Menge Holz natürlich. Und dann schauen wir mal. Da landet ihr. Okay. So, Markus schnappt sich erstmal das Messer. Kerstin schnappt sich ein Revolver. Ach Gott, Nussi hat schon schlechte Laune und Carsten auch. Okay. Rüste Revolver aus. Okay, also das ist jetzt Carstens neue Frisur. Warum nicht? Ja. Habe ich schon eine Waffe? Nein, dann nehme ich das Gewehr. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir. Oh, Bier liegt hier auch rum. Sehr schön. Müssen wir mal gucken, dass wir hier direkt anfangen, Strukturen zu bauen, in denen wir schlafen können nachher. So, wie machen wir das? Mal gucken, wo man mich am wenigsten angreifen kann dann nachher. Ich glaube, hier rein ist eine gute Idee, oder? Hier reingraben in den Berg. Okay. So, machen wir hier mal. Dann brauchen wir zumindest schon mal zwei Schlafzimmer für die beiden Pärchen. Zap, zap. So. Möbel. Machen wir erstmal normale Betten rein. Nicht gleich übertreiben mit dem Luxus. So, dann brauchen wir hier für die anderen Leute erstmal so eine Schlafbaracke. So. Ach, scheiße. Hier kann ich nicht drauf bauen. Hier ist Sumpf. Dann müssen wir das halt zumauern. So.
Und dann bauen wir hier ein paar Betten noch rein. Und zwar vier. Nochmal vier. Eins, zwei, drei, vier. Und hier noch ein paar auf Halde. Okay. So. Das ist ja schon mal ein Plan hier. Und dann können wir hier eine Zone machen zum Lagern erstmal, bevor wir was Besseres haben. Und hier. Und hier. Dann ganz wichtig, dass wir gleich Nahrung anbauen, weil wir jede Menge Leute sind hier. Zumal fängt man so mit einer bis drei Personen an. Und wenn man mit so vielen anfängt, dann hat man gleich immer ein Nahrungsproblem. Okay, also das sind Kartoffeln, das wird Reis, das hier wird Mais und hier machen wir Baumwolle. Gut. Dann das wird auch alles erlaubt hier. Und dann müssen wir mal die Jobs zuteilen hier. Bauen soll, glaube ich, das konnte Markus sehr gut. Und sagen wir mal, Jefin kann das auch, nehme ich mal an. Und Carsten konnte, glaube ich, Feldarbeit mit Nussi zusammen. Ja, nee, Nussi soll kein Arzt werden, bitte nicht. Okay. So, und dann machen wir wieder Transport und putzen umschichtig, damit das passiert. So. Können dann, wenn wir dann. Ja, siehst du, geht doch. Ah, wir brauchen auch noch einen Abladeplatz für Abfall. Das sieht doch alles schon sehr gut aus. Oh, wow. So, das ist der Markus und Nunu-Raum. Und das ist der Kerstin-Karsten-Raum. So. Okay. Es ist ein bisschen so ein Zeitsprung wie bei Vikings, aber wenigstens leben noch alle. Sogar Jefin. Okay. So, wir brauchen Stützbalken hier, glaube ich. Ah, geht. So. Wenn das alles fertig ist, dann können wir langsam mal uns an so Sachen wie Stromversorgung machen und Fußböden und so. Ja, Betten benötigt, weiß ich. Sehr gut. Okay. Jetzt haben wir alle Betten. Alle Felder sind bestellt. Man hat ein Dach über dem Kopf. Das lief ziemlich gut eigentlich. So, dann können wir während die schlafen. Warte mal. Zeitplan. Ich war, glaube ich, Nachtschwärmer.
Aber das können wir mal bei allen machen, dass wir bei allen Zuweisungen aufheben, wann gearbeitet und wann geschlafen werden soll. Bloß wir machen hier, sagen wir mal, um 19 Uhr haben alle 2 Stunden für Freizeitgestaltung auf jeden Fall fest. Das sorgt dafür, dass die Leute sich untereinander ein bisschen besser abkönnen. Carsten, Nussi hat sich erholt, Carsten hat immer noch schlechte Laune. Das ist eins von den Einzelzimmern, Carsten. Was soll das? So, was ist das hier für ein Tier? Chinchilla? Chinchilla. Ja, dann können wir uns hier mal angucken. Oh, Medizin, die darf nicht draußen liegen. Können wir uns hier mal angucken, was für Tiere hier in der Gegend rumfleuchen? Ach so, das sind meine Tiere. Okay. Nashörner, okay. Bumalows, Alpakas natürlich, Kasuare, das sind diese riesigen Vögel, die einen Tod treten können, glaube ich. Wildschweine, Schildkröten, Wasserschwein? Was ist ein Wasserschwein? Kapibaras, okay. Interessant. Kapibaras. Affen. Aha, so kleine Kletteräffchen, okay. Meerschweinchen. Okay. Meerschweinchen. Warum nicht? Meerschweinchen. Und Kobras wäre es für Carsten vielleicht zum Haustier haben. Chinchillas und Ratten. Okay. Siehst du, schon gibt es eine Party. Feldparty. Nussi hat seinen Hut auf, dass ich daran gedacht habe. Okay. Okay, vielleicht sollten wir mal so ein bisschen Unterhaltung machen, bevor die hier alle wieder am Rad drehen. Zum Beispiel so einen wunderbaren Dingswurf-Gedings und Holzböden machen wir überall rein. Weil Holz haben wir hier genug. Ach, scheiße. Die Böden sind alle nass hier. Kacke. Naja. Ich habe mir echt den falschen Ort. Ich habe das Haus mitten im Sumpf gebaut jetzt. Aber was soll's? So. Dann da, wo das Hufeisenwerf-Dings ist, könnten wir vielleicht mal ein paar Bäume abholzen. Das ist einfacher zu spielen. Und wir haben mehr Fußböden zum Reinlegen. So, jetzt können wir langsam mal an Strom denken. Wir können Windmühlen bauen. Bisher mehr nicht. Ein bisschen blöd. Haben wir Batterien wenigstens? Nein, wir haben noch nicht mal Batterien. Okay. Bauen wir mal 3 Windmühlen. So. Okay. Strom. So. Dann brauchen wir bald auch mal einen Tisch zum Essen. Also nicht den Tisch essen, sondern die Sachen, die draufstehen. So. Okay, die drehen sich nicht, weil blockiert durch Granit. Scheiße. Okay. Kochgelegenheit benötigt. Ja, machen wir gleich. Also, Befehle.
Der muss weg, der ist im Weg. Und dann bauen wir am besten hier auch einen Holzfußboden hin, damit hier keine Bäume wachsen und die Windmühlen blockieren. Bisschen verschwenderisch anmutet, aber das ist immer noch die beste Methode. So. Okay. Und dann müssen wir Carsten dran machen. Teil eines Raumschiffs, sehr gut. Das wird auseinandergebaut und weggepackt. Da müssen wir Carsten mal dran setzen, dass er uns wieder Batterien erfindet. Das Wissen scheint verloren gegangen zu sein. Okay. Markus hat nichts zu tun. Wie kommt das? Dann bau doch einen einfachen Forschungstisch hier. Hat keiner was zu tun. Okay. Das heißt, wir müssen mehr Bäume zum Abholzen avisieren hier. Eine Kriegerin der Fraktion Nation der Bepe besucht die Kolonie. Sie heißt Komaro Kanyoba. Okay, zum Ort springen. Was ist denn sie für eine? Sie hat einen Parka, sie hat was zu essen und einen Bogen. Ist ja eine Kriegerin, das kann sonst nicht viel. Nachteule geschickt. Und kann ganz viele Sachen entweder gar nicht oder darf sie noch nicht mal. So. Okay. So, dann schicken wir Carsten mal in die Forschung und sagen ihm, wir brauchen eine Batterie. Da. So. Machen wir hier raus eine 2. Feuerwehr, solange wir alles aus Holz gebaut haben, priorisieren wir die Feuerwehr ein wenig. Machen alle auf Arzt, weil je mehr Ärzte, desto besser. Die verlässt uns schon wieder, die Dame. Okay. So, das ist ein gutes Bett. Das sind beides gute Betten. Also wir haben leider kein großartiges Artwork jetzt auf den Betten, aber was soll's. Alle sind soweit ganz fröhlich, bis auf Bench. Der ist ein bisschen meh gelaunt, sage ich mal. Noch mehr Reisende. Okay. Handeln die mit uns? Sieht nicht so aus. Dann interessiert mich das nicht wirklich, glaube ich. So, die könnt ihr mal wegschleppen. Damit die nicht im Weg liegen. Sehr gut. So, Carsten, was ist denn los? Warum forschst du nicht? Äh,
war da zu sehr damit beschäftigt, Sachen durch die Gegend zu tragen. Okay. Dann. Ja, siehst du, geht doch. Ja, wunderbar. Was ist das hier? Riesen Hitzewelle, okay. Hitzeschlag, was? Jefim hat einen Hitzeschlag. 40 Grad im Freien! Okay. Ja, das ist ziemlich genau eine halbe Stunde rum. Also würde ich sagen, das ist ein prima Ort, um Cut zu machen. Weil jetzt haben wir einen Hitzeschlag und 40 Grad im Freien. Wie werden wir das lösen? Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Und genau, drückt die Glocke und schreibt Kommentare und bla, was man halt so macht bei YouTube. Ciao.